Gott, ich will ein Mini-Müller-Haul machen. Ein wirklich Mini-Haul. Ich werde euch auch die Preise unten reinschreiben. Ich habe die Rechnungen noch Gott sei Dank aufgehoben. Und ich war ein bisschen böse, ich gebe es zu. Aber drei Sachen wollte ich... Na, es ist eigentlich alles das, was ich unbedingt haben wollte. Ich zeig's euch mal und hör auf zu labern. Als allererster war ich wieder böse und habe mir ein Shampoo und ein Conditioner gekauft von Organics. Das war eine limitierte Edition, beziehungsweise dabei gibt es sie noch, aber sie ist jetzt aktuell reduziert um 5,50 Euro, glaube ich, bei Müller. Und deswegen musste ich die mir einfach mitnehmen, bevor sie rausgeht. Ich mag den Duft so, so gerne. Irgendwie. Das riecht so richtig nach Weihnachten, so richtig nach... kennt jemand von Starbucks diesen Pumpkin Spice Latte? So riecht das. Also... deswegen musste ich es mitnehmen, leider. Und ich habe mir noch eins gekauft. Einmal das... Oh, da sieht man sogar, wie viel noch drinnen ist. Sieht man das bei dem... auch? Nein, schlecht. Aber bei dem sieht man das sogar. Das ist das Pink Sugar Plum. Und das fand ich auch vom Duft her so, so gut. Auch von Organics. Das sind so Winter Limited Edition gewesen. Und ich wollte die unbedingt haben. Ja. Bevor sie aus dem Sortiment gehen, bei den Balea Duschshampoos, nicht Duschgels, bin ich eh dabei, die für meine Pinsel zu verwenden, weil ich die einfach für meine Haare nicht mehr mag. Die trocknen so meine Haare aus und bei Organics und bei dem Macadamia habe ich nicht das Gefühl. Das sind die beiden Marken, bei denen ich auch bleiben würde. Ja, als nächstes habe ich eine Zahncreme gekauft, eine neue diesmal. Nicht die Terra Natura. Ich werde aber vorher vielleicht noch ein paar von meinen Freunden aufbrauchen, weil die hat er schon so lange in meinem Badezimmer. Deswegen werde ich ihm die aufbrauchen und eine neue dann reinstellen in mein Bad. Oder ich frage ihn, ob er einfach eine neue dann mitbringt. Weil die stehen schon so lange und ich finde das irgendwie... irgendwie, wenn was länger offen ist, hasse ich es. Ich weiß auch nicht, wieso. Eine Arbeitskollegin hat mir das empfohlen, weil das mit Micellentechnologie ist. Und sie hat so eine Reportage gesehen über Micellentechnologie. Und jetzt gibt es sogar ein Zahnpflege, es gibt sogar ein Nivea-Shampoo, das das hat und auch ein Pantene Provi, das hatte ich früher so gern, nur leider wegen die Silikone kaufe ich mir das nicht mehr. Ja, deswegen habe ich mir die mal genommen, mal gucken wie die ist, es wird halt eine Weile brauchen, bis ich sie jetzt benutze, aber macht ja nichts, würde ich jetzt mal behaupten. Drei Sachen habe ich noch, dann haben wir den Haul eigentlich schon wieder hinter uns. Ich sage, das ist ein richtig kleiner Haul, aber ich wollte ihn euch unbedingt zeigen, weil... ja, die will ich mir unbedingt ins Badezimmer stellen, die beiden. Ich meine, eins davon, jetzt nicht beide, aber eins davon. Von Fahr gibt es jetzt ganz neu. Normalerweise bin ich kein Fahr-Mensch, aber ich habe daran gerochen und ich fand das so geil. Und auch die Verpackung ist so geil. Das war jetzt leider das letzte, sonst hätte ich mir noch ein zweites mitgenommen. Aber ich will sowieso vorher erst probieren. Es schaut sehr gut aus, was die Peelingkörner betrifft. Ich werde das auch sofort in mein Bad stellen, weil ich unbedingt das aufbrauchen will, beziehungsweise benutzen will. Dann habe ich mir noch gekauft, ich habe eh so viele, ich weiß, aber ich will was anderes verwenden. Ich will meine Melone noch ein bisschen für Sommer aufheben. Deswegen habe ich mir wieder von Aveo das Mandarine-Weißer-Tee-Duschpeeling mitgenommen. Ich war mir ja nicht sicher, ob ich es mir nachkaufe. Ich habe es ja schon mal aufgebraucht, aber ich habe es doch mitgenommen. Ich finde es nicht so schlecht. Es riecht wirklich nicht schlecht. Ich mag es eigentlich sehr gern, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe es mir nochmal nach. Dann das letzte, was ich mir gekauft habe, das musste ich einfach haben. Miss Lina hat jetzt eine Kollektion heraus und das habe ich auch auf Instagram postet mit einem Fischpinsel. Und ich musste das unbedingt haben, schon allein wegen dem Verschluss hier. Es gibt jetzt noch einen blauen auch, den habe ich mir jetzt bis jetzt noch nicht gekauft. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir den kaufen werde. Ich mag den goldenen irgendwie lieber. Also den Rosé-Goldenen, so sieht er aus. Er ist auch total weich, ich finde den richtig gut. Ich freue mich schon darauf, mit dem zu konturieren. Ja, ich muss eh meine Pinsel waschen und den werde ich dann zum Konturieren verwenden. Ich freue mich schon so. Ich liebe diese Fischpinsel. Ich will unbedingt noch mehr haben von diesen Fischpinseln. Klingt vielleicht gestört, aber ich will unbedingt mehr von denen haben. Und ob ich mir den blauen jetzt kaufe, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich finde aber die Verpackung so cool auch. Also das werde ich mir auf jeden Fall aufheben, weil wenn ich reise, könnte ich mir den mitnehmen, wenn ich mal reise. Ja. Das war's jetzt mit dem Mini-Mini-Haul. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn das Video jetzt kurz war. Die Preise schreibe ich euch natürlich wieder in die Infobox.
Ja, stimmt. In die Infobox. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr auch... Also, was ich unbedingt haben wollte, war auf jeden Fall das hier, weil ich will meine Melone-Peelings noch aufheben und ich weiß nicht, ob ich noch zur DM komme und mir das andere von DM noch kaufen kann. Ja. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich will auch wissen, wie das vom Peeling-Effekt ist, weil der Duft ist geil. Geh auf. So. Der Duft ist nämlich wirklich geil. Das riecht so richtig schon nach Sommer, aber ich wollte es trotzdem unbedingt haben. Ja, und wie gesagt, normalerweise bin ich kein Farbmensch, aber das riecht so wie ein, wie diese Haribo Tropical Dinger. So riecht das. Wirklich ungelungen, so riecht das. Ja, eigentlich hätte ich mir die Sachen ja nicht kaufen brauchen, so fängt es wieder an. Wir hatten ja erstes Thema Kaufverhalten, aber die meisten Sachen, die rausgehen und außerdem ist das neu und ich wollte dann mal ein anderes Duschpeeling verwenden, nicht dauernd meine Melone, weil ich will die noch aufheben für Sommer. Ja. Eine bessere Ausrede fällt mir nicht ein. Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr zu dem Haul steht. Ich wollte die Sache unbedingt haben und so viel ist es ehrlich gesagt nicht. Deswegen, ja, ist das mein Müller-Haul für den Monat Januar. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon was Neues entdeckt habt, was ihr unbedingt haben wollt. Egal, DM, Bieber, bla bla bla, könnt ihr mir mal gerne schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!